Naja, Fakt ist, die aktuelle Krise wird viele Menschen sehr hart treffen. Und die Regierung, die wird sie nicht retten. Wer jetzt den falschen Arbeitsplatz hat, der ist verloren. Gleiches gilt für die Lösungsansätze in der aktuellen Krise, nämlich das Kurzarbeitergeld und die Digitalisierung. Mehr als 10 Millionen Menschen sind jetzt schon in Kurzarbeit. Und wir wissen alle, wie der große Bruder der Kurzarbeit heißt. Arbeitslosigkeit. Und die wird durch den nächsten Lösungsansatz, nämlich der Digitalisierung, noch weiter forciert. Wo das soziale Leben offline heruntergefahren wird, wird es online hochgefahren. Das birgt durchaus Vorteile, aber auch viele Nachteile. Denn die wirtschaftlichen Folgen der aktuellen Krise werden viele Unternehmen zwingen, ihre Kosten zu senken und gleichzeitig die Produktivität zu steigern, indem sie massiv die Digitalisierung vorantreiben werden. Das wiederum wird in den nächsten Jahren erneut Millionen von weiteren Jobs kosten. Es gibt Prognosen, die in den nächsten 5 Jahren jeden zweiten Job in Gefahr sehen, weil Roboter und Algorithmen die Arbeit übernehmen werden. Es ist wirklich ein Drama. Wir werden sehr viele Verlierer haben, aber auch Sieger. Und jetzt kommt das Wichtigste. Jeder kann selbst entscheiden, zu welcher Gruppe er gehören möchte.